Gibt's. Nee. Ohne Scheiß, die sollen doch morgen ankommen. Wieso kaufen sie sich eigentlich nicht von hier Server? Was soll das? Ist auch ein deutscher Server mit deutscher Power. Das ist Scheiß hier, ohne Scheiß. Haben gerade im Forum gestanden. Tut mir leid, wenn ich dir das sagen muss, Nati. Die sind seit Freitag in Amsterdam. Ich werde mal kurz Pipi machen und dann kann ich hier lesen. So, solange ich hier schiffen muss, kann ich nicht. Ich gehe einfach Fenster auf und raus strollern, pullern, wie es da das Bild sagt. Bis gleich. Sorry. Kann man eigentlich die Goldzahl irgendwie automatisch ignorieren? Weiß ich nicht, ich hab meinen eigenen Kanal hier gemacht und mir anzeigen lassen, wo ich nur die Gilde, nur das Flüstern und so die Gruppe und sowas. Dann sehe ich das eh nicht. Du kannst dir einen Kanal erstellen und dann kannst du dir hier einstellen, was du in dem Kanal sehen willst. Ich habe halt lokal gemacht, Flüstern, Gruppe, Gilde und du kannst dann selber einstellen. So, jetzt wollte ich mir mal anschauen, was für Rüstung ich herstellen kann im Vergleich zu meiner. Helme, Bezwinger, hört sich das böse an. Wow, was ist das alles hier für Mass? Schmiedkunst, kann man nach Platte sortieren oder? Ach gut, das ist ja eh Plattenrüstung, alles klar, logisch. Also schauen wir mal, Helme. Helm des Lehrlings, das ist ja natürlich schwach. Das ist hier.
40 bis 50 und dann. Wo ist denn der. Wo ist denn der Helm, der stark ist? Also der. Selbst der Helm ist ja schwach. Oder nicht? Also da ist ja meiner jetziger Stärke bis jetzt. Jo, sorry. Ich habe mein Schiffbild weggemacht. Ja, natürlich geht das, Nati, aber erstmal musst du den Warteschlangenboss überwinden. Der Warteschlangenboss wird jetzt mehrere Stunden dauern, du. Klar, bist du herzlich willkommen in der Gilde, sicher. Jeder und du sowieso. Ja, aber du musst erst dich mal anstellen hinter 3000 Leute. Das kann mehrere Stunden dauern. Deswegen hast du ja bestimmt Facebook-Posts gelesen von mir. Warteschlangenboss, hier, der ist immer viele Texte geschrieben und ein bisschen getrollt das Ganze, aber. Wirst du gleich sehen, was ich meine. Also, jetzt würde ich mir die Mühe machen, würde mir das alles herstellen. Den herstellen, werde upgraden auf den, upgraden auf den, upgraden auf den und upgraden auf den. Dann hätte ich am Schluss das da. Okay, bei mir steht aber bei meinem eigenen auch Hofstufen verfügbar. Also so wie ich das jetzt sehe, also sagen wir mal, ich mache mir jetzt die Mühe und Skill einen Tag, mach nur das, dann komme ich am Schluss, bekomme ich am Schluss das raus, okay. Schaut aus, als ob das dir für einen weißen Schrott-Item sind. Ja, ich weiß ja nicht. Oder kann ich mein jetziges Item, was ich habe, steht auch da Hofstufen verfügbar. Ich check das noch nicht ganz hier mit dem Ganzen. Also, man sagte mir, dass das Equip zum Herstellen besser ist, als was ich jetzt habe. Aber alles, was ich mir anschaue, wird immer schlechter. Ich sehe ja hier gerade die Set-Boni. Set-Boni sehe ich ja hier. Erhöht Gesundheit und verringert Schaden. Gut. Ich könnte ja sogar theoretisch ausrechnen. Also 80 Abwehr weniger, 6 Stärke weniger, 1 Ausdauer weniger. Okay, Helm ist schlechter. Hier wäre die Stärke auch weniger, aber dafür die Ausdauer mehr. Oder sehe ich das falsch? Wie meinst du? Links ist doch der Arkan. Ja, links ist es, was ich habe, und rechts ist, was ich herstelle. Okay, Ausdauer mehr, Int mehr. Stärke weniger, Abwehr weniger. Okay. 160 Abwehr weniger, 24 Stärke weniger, 8 Ausdauer weniger und Int weniger. Okay, dann hier Abwehr weniger, Stärke weniger, Ausdauer, Int mehr. Hab selbst mal Zauberstäbe gemacht und die waren meist blau, aber nie auf die Werte geachtet. Ja, man sagte mir, dass die gecrafteten Items bis zu, was, zu 70 oder 90% stärker sind als die, was ich habe. Ich könnte jetzt von jedem Item die einzelnen Werte ausrechnen und abziehen und ich werde trotzdem auf total viel Minus kommen. Deswegen weiß ich nicht genau, welche Items gemeint sind. Auch schlechter. Auch schlechter. Der Gürtel. Auch schlechter.
du kannst ja die Items ja auch noch hochstufen, dann vielleicht, okay? Also nicht die Grund-Items, meinst du, sind kacke, sondern sind kacke, nur die Grund-Items sind kacke. Ich möchte halt nur nicht, dass ich mir jetzt hier 24 Stunden Farming-Stream gebe und dann hier die Items herstellen nachher ist umsonst. Aber bei meinem eigenen Item steht ja auch hier, hey, Hochstufung verfügbar. Du brauchst eh Minimum 30k in deinem Beruf, um was Sinnvolles zu bauen. Ach so, den Skillpunkt. Wo steht denn das, wie hoch ich mit dem Skill wäre? Von dem Beruf? Steht es hier irgendwo? Na gut, nichtsdestotrotz müssen wir irgendwann anfangen. Ich mache halt einfach, was sie alle sagen. Ich werde mir das halt basteln. Ich würde zwar lieber irgendwas farmen, irgendwas machen, irgendwas bashen, aber. Oder mit Haus und sowas bauen oder Schiff, aber ich meine, gut. Ich muss mit dem Kleinsten anfangen, gell? Vielleicht dann, okay, unter K. Ach so, Fertigkeiten. Alles klar, merci. Diebstahl. Ich bin schon Anfänger. Was habe ich denn geklaut? Ich habe doch gar nichts geklaut. Ich gehe kaputt, es klappt immer noch nicht. Ich habe doch nichts geklaut. Ich habe doch alles gestreamt. Habe ich was geklaut? Schmiedkunst 10.000. Zählt das dann zu Schmiedkunst oder gibt es extra Rüstungsschmied, Maschinenbau, Bergbau, Waffenbau, Maurer, Handwerk? Ihr wird dann, schätze ich mal, der Schmied zählen. Ich muss mal kurz die Lichter machen, es ist ja dunkel. Moment. Moin Gex, habe gerade WoW angefangen. Leider muss ich sagen, dass ich Ark jetzt schon müsste, lol. Je mehr ich Ark jetzt spiele, desto mehr habe ich wieder Bock, WoW zu spielen. Ark jetzt dränge ich immer wieder mehr nach WoW zurück. Je gichtiger ich mich hier mich hier anstelle. Arcade drängt mich zu WoW. Ist auch geil. Ab 20k musst du die 44 plus Armor bauen. Ab 30k kannst du Level 50 Armor bauen. Das ist dieses versiegelte Blablabla. Okay.